aggressiv, du. Sieht doch alles gar nicht so schlecht aus. Kenny Ross, wenn Hertha mal wieder richtig scheiße gespielt hat, Mann. Und ihr habt deswegen 8 bis 10 Löten getrunken. Was hilft dir da am nächsten Tag? Die Seelenmassage mit Dennis. Und Flo bei der Strickloge. Haha. Denn so ist es. So schlimm ist es gar nicht. Doch, doch. Nur sei nicht traurig. Es wird auch wieder besser. Aber sie machen doch auch viel Gutes. Wir haben auch nicht Pech. Naja. Aber das Potenzial der Mannschaft ist deutlich erkennbar. Mannschaftsaufstellung, derbe geile Experten-Talks und Tipps des nächsten Spieltags. Trash und Insights von der Mannschaft. Und natürlich Dennis, die geile Sau. Mit seinem unfassbar netten Preisausschreiben. Alles jeden Dienstag. Ich mach das jetzt wie Tom, der auch mal sagt, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. Ja! Wer war's? Es war... Oh, wer war's? Exil BSC, du geile Sau, hat erstmal ein Abo abgefeuert. Das ist das Geilste. Hallo? Habe ich da jemanden an der Leitung? Dennis, die geile Sau hat die Communities bestimmt. Sag mal, Dennis, bist du da? Hörst du mich? Ich bin da. Aber warum geht es mir nicht? Ey, gerade ging alles so super. Es ging alles so super, aber ich höre ein Handy irgendwie rumschnoddeln. Kann es sein, dass dein Handy an ist? Ja. Mach mal Flugmodus an, bitte. Ich höre diese... Kann ich doch... Nee, da muss ich ins WLAN an. Ach so, dann stell's weg. Was ist denn mit deinem WLAN? Du gehst über den Handy-Hotspot oder was? Das gibt's doch nicht. Das kackt mir. Wird Zeit, dass du nächste Woche kommst. Ich komme, aber das Mikro ist gut eingestellt, war Henry, mein alter Freund, da und das hat es dir eingestellt. Wieder. Ja, es ist super. Bild ist scheiße, Ton ist geil. Also der war da, aber jetzt bin ich eingestellt. Ich dachte, der hat dir das Mikro eingestellt, weil es so gut klingt. Was ich sage, nicht wie ich aussehe. Das ist richtig. Die Bildqualität ist verbesserungswürdig, würde ich mal sagen. Aber gut, it is wie es ist. Scheiß WLAN, ich verstehe das nicht. Ich hab sogar ein LAN-Kabel drin. Ja, das gibt's gar nicht. Eigentlich ich ist es sogar ein LAN-Kabel, ein WLAN-Kabel. Und das heißt eigentlich was? Das heißt nämlich, das ist total gut dann. Also müsste eigentlich alles klappen. Aber das ist wie es ist. Warum soll es bei dir anders sein? Es tut mir leid, dass ich so spät bin, aber... Oh, ein Fahrer hat einen Unfall gehabt, gerade noch auf der letzten Tour. Und ach, ich sag dir, jetzt erstmal Polizei. Ich musste jetzt jemand anders auf seine Tour schicken, Unfall aufnehmen. Alles scheiße, wie immer, wenn man es nicht braucht. Ich habe schon langs Feierabend, muss mich jetzt um so eine Sache noch kümmern. Und dann bin ich geblitzt worden auch noch. So eine Scheiße, ey. Diese Kacke, ich sag dir, ich fahre schön mit dem Auto auf die Autobahn rauf und das ist so ganz fies, du fährst rauf und du bist schon auf der Autobahn, aber es ist noch keine Autobahn, sondern
Du siehst hinten das Schild mit der 100 und dann davor das Autobahnzeichen. Davor ist auch noch so eine Kurve. Da fährt natürlich niemand 50. Niemand. Und dann haben die da so einen scheiß Blitzer aufgestellt und bam, ich schön mit 71 oder 73 geblitzt worden. Oh nee. Ich könnte kotzen einfach. Was soll die Scheiße? Ist unkorrekt, sowas aufzustellen. Ich kann's toppen. Das kannst du toppen? Ach man, ey, ich hasse dieses WLAN. Ja, ich kann es toppen. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt gut hört, aber ich versuch's einfach mal. Ich bin heute wie jeden Tag über die polnisch-deutsche Grenze gefahren. Ja. Hatte so wie des Öfteren meine 17 Stangen dabei gehabt. Ja. Also eigentlich waren es so 12 Stangen. Es war ja erlaubt, die 17 Stangen Hits mit dem darf pro Person. Und hab das auch heute nur 12 bei gehabt. Zoll zieht uns mal wieder raus, das passiert ja alle 2-3 Tage mal. Und dann erklären mir, ja, sind ja viel zu viel. Ich sage, nee, dann 17, 4,33 Stangen ist eine Stange. Oh shit, ja. Mal, dann habe ich das draußen Handy, hab's natürlich nicht gefunden, hab aber gefunden, hat's nicht mehr so. So. Und oh, dann? Haben sie mir erstmal 8 Stangen Hits weggenommen, plus Strafe, plus Steuererhöhung, also Steuernachzahlung und hat mich jetzt 1.000 gekostet, der Spaß ungefähr. Was? Alter, das gibt's doch nicht. Ey, warum musst du also mich immer überbieten? Oh Mann, es tut mir so leid, Dennis. Kuss, Kuss, Kuss. Aber das ist ja wirklich dermaßen scheiße. Ach, ist, Ich komm. Unglaublich. Ey Mann, ey, du hast echt eine Strähne, mein Schatz. Hm. Es gibt's nicht. Was soll's? Ja, es geht. Ende des Jahres los und seitdem ist irgendwie alle. Es wird immer schlimmer, Alter. Es wird wirklich immer schlimmer. Also, es tut mir so leid. Ich komme dich besuchen im Bau. Da ist gleich die Übertragung zusammengebrochen. Ja, und nächste Woche die. Ey, das gibt's nicht. Ey, du musst irgendwas neu starten. Es ist zu schlecht. Die Verbindung ist richtig schlecht. Es ist wirklich richtig krass. Du musst mit dem Handy mich sonst anrufen. Ja, oder mit dem Handy über LTE. Da ist die Verbindung besser als. Bei dir ist, glaube ich, gerade wieder. Wir müssen einmal mit Neustart, ja? Mach das. Tschüssel. Also, das ist ja wohl eine Verbindung wie damals, als man noch mit dem Akustikkoppler sich eingewählt hat und dachte: geil! Ich kann irgendwie ein verpixeltes Bild sehen. Das geht ja gar nicht. Leute, was geht denn bei euch ab? Sagt mal Bescheid. Denn es startet neu. Warum werden die Besten immer so mies bestraft? Du sagst es, Johnny, ey. Warum werde ich denn geblitzt, bitte? Warum ist ein Flo zeitversetzt? Ich glaube, Berlin Subs, du willst mal wieder rumbeefen hier, oder? Ich bin überhaupt nicht. Ich bin lippensynchron. Ich bin klar zu sehen. Es ist eine Ultra HD 4K Monsteraufnahme. Das Audio ist dermaßen gut. Und ich will nur sagen, hier ist die Qualität einwandfrei, würde ich mal sagen. Und dafür gibt es einen berechtigten Applaus, würde ich mal sagen, oder? Von euch. Dass endlich diese Qualität so gut ist. Musst du mal sagen. Der Dennis hört aber zu. Und jetzt können wir alle mal nochmal wirklich sagen, es ist echt richtig bitter. Ich kenne sowas, es tut einfach weh, wenn man dann so eine Scheiße an so einem Tag erlebt. Ey, 1.000 Euro Strafe. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Johnny L., du bist einfach so ein richtig mieses Schwein, ey. Was soll das? Ich habe noch Essen zwischen Zahn, zeig mal. Oh ja, hier. Siehst du? Oh, es sieht ja furchtbar aus. Dafür mache ich die Streams. Damit dir noch die Linse rausgepopelt wird. Danke, Libasa. Ich hab dir lieb. Dreimal neu gestartet, trotzdem hinkt es bei dir. Du hast dran neu gestartet. Oh, Johnny, jetzt reicht's aber mal. Leute, Mohnbrötchen beste. Das war eine Linsensuppe mit Petersilie. Das war wahrscheinlich ein Petersilienblatt. Aber ich hatte halt keine Zeit für euch. Renne ich hier nach oben, wirst da ohne Atempause, ey, noch nicht mal irgendwie Haare gemacht, bam, hier, zack, 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 einfach vor den Computer und los geht's. Ist doch,
Ich opfer mich auf für euch. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir reden mal über unsere Lieblingsmannschaft, die uns leider schon wieder Kummer bereitet. Es ist ja irgendwie merkwürdig, wie schnell sich das dreht. Ein gutes Gefühl, eine Runde Mitleid, danke, 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 danke. Oh, wow, wow, wow. Autofokus ist genau wie Autopegel. Du sagst es, ich versuche mich nicht zu bewegen, okay? Ich glaube, Mibel, es liegt einfach daran, dass du schon 3,8 auf dem Kessel hast. Ich mache das jetzt wie Tom, der auch immer sagt, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. Paul, fein, danke dir, Alter. Welcher Monat ist das? Ich glaub's nicht. Zweistellig. Wie geil, du bist die geilste Sau. Yes, was wollten wir jetzt sagen? Ach ja, genau, Hertha. Dieser Alert, ey. Er ist wirklich zu krass. Must tun, aber er ist schön. Noch vor, ich glaube, 3 Wochen ist es her, dass wir alle gesagt haben, ey, es war gar nicht so schlecht, die Hinrunde. Und in Paul we trust, oder? Und jetzt? Jetzt macht sich ein Gefühl breit, Paul muss weg, wie Paul Fein gerade schreibt. Oder ist Paul noch der Richtige? Unzufriedenheit, Mittelmaß, jetzt, wir sind im Pokal raus, wir können in der Liga nichts mehr leisten oder reißen. Tja, was machen wir jetzt? Das sind die Fragen, die ich gerne mit euch jetzt hier mal diskutieren will, weil es gibt ja 2 Möglichkeiten. Man könnte ja auch sagen, ey, ja, wir verbessern uns spielerisch nicht, man könnte auch sagen, wir sind zufrieden einfach. Wir sind erstmal zufrieden, wir haben eine neue Mannschaft und so wie ja bei einigen anderen Mannschaften das auch so gelaufen ist, da muss man vielleicht mal 2, 3 Jahre zweite Liga ertragen. Das ist halt ein bisschen die Frage. So, was will man machen? Ich will das gar nicht, ich will gar nicht sagen, dass das meine Meinung ist. Ihr kennt mich ja. Ich bin ja auch dermaßen angepisst bei schlechten Leistungen. Und ich würde lügen, wenn ich nicht immer nach oben schielen würde und auch sagen würde, ey, schaffen wir es vielleicht noch? Schaffen wir es irgendwie noch, ranzukommen? Aber andererseits finde ich halt auch diese ewigen Trainerwechsel, die wir ja gerade hinter uns gehabt haben. Und es ist ja so eine Spirale. Wir haben Paul, dann irgendwie wird man unzufrieden, sagt so, ey, unter Paul entwickeln wir uns nicht weiter. Ist irgendwie ein scheiß Spielsystem, er muss besser werden. Dann geht Paul, dann kommt ein neuer Trainer, wir sagen, ey, cool, mal schauen, wir geben ihm Zeit, dann läuft es scheiße, der Trainer geht und Paul ist wieder da. So ist das ja seit, weiß ich, gefühlt jetzt 5 Jahren oder 4 Jahren so. Und ich weiß nicht, also ich kann es euch nicht sagen. Soll Paul, ist Paul wirklich angezählt? Ich weiß es nicht. Da ist Dennis wieder. Dennis? Da ist er wieder. Aber sag mir mal, ob gut oder nicht so gut. Na, Bild ist nicht so gut. Also ich, wenn du schon fragst. Ich würde sagen, also vom Ton geht's, aber ich glaube, ich fürchte, du musst auf dein Handy gehen. Wieder mal. Da ist es wahrscheinlich besser. Weil du da über LTE reinkommst. Nee. Und du dann einfach. Da musst du nur dein Mikrofon festhalten, dein Dings-Mikrofon. Ja. Es tut mir leid. Du musst umziehen. Ich mache dir ein Grundstück hier, klar. What? Ja, okay, ich komme rein. Okay, so, da ist er wieder raus. So, aber wir sind beim Thema, was meint ihr? Ja, ich finde auch Ton ist wichtiger. Wir machen einfach mal ein, aber es hakt halt bei ihm. Er hatte so eine schlechte Internetverbindung, es ist nicht gut. Flo, jede Mannschaft ist Schlag. Schau dir an, es liegt alles in unseren Händen. Ist schlagbar, meinst du wahrscheinlich. Es ist der Berliner Kreislauf, ja. Ey, Rainer, was geht, Diggi? Wer ist ein Rainer aus Zobis? Rainer aus Zobis, du bist die geilste Sau. So, jetzt ist er da. Ich hoffe, jetzt geht's. Es sieht schon besser aus, glaube ich, Leute. Ja! Oh mein Gott! Ich muss einmal eine Position finden, wo ich zu sehen bin.
Oh, was für ein glasklares Bild. Klaas. Sehr gut. Okay. Ich schaue mal Handy ab und Ton ist natürlich schlechter, aber wir werden damit leben. Ich habe ja noch gar nichts gesagt. Ich kann aber testen. Hallo, hallo, test. Alles gut, ist super. Okay. Das Rauschen ist, damit leben wir, Hauptsache wir sehen und hören dich, mein Schatz. So, also ich weiß nicht, ob du trotzdem mitgehört hast, was ich gerade gesagt habe. Der, bis vor 10 Sekunden ungefähr, der Berliner Kreislauf, darüber haben wir angefangen zu reden. Was sagst du? Puh, fängst du ja gleich voll, mit dir vorhin an. Ja, ich glaube, bei mir hat sich angefangen, ein bisschen Resignation breit zu machen. Pokal aus, klar. Aufstieg würde ich eigentlich auch abhaken. Also versuche ich wieder irgendwie in die Erfolgsspur, in die positive Spur zu finden und sage, lass uns jetzt unsere Talente spielen und dann lassen Maser zurückkommen, lassen Clemens zurückkommen und dann haben wir ein bisschen Spaß an der Mannschaft und dann ist gut. Tatsächlich ist das gerade meine aktuelle Sichtweise. Okay, aber ja, das ist ja auch meine Idee. Oder ich denke auch, dass man das so machen müsste. Aber zurzeit, es ist ja total krass, wie schnell das geht. Das ist bei mir ja auch so, wie schnell sich so eine innere Unruhe ausbreitet. Und man dann selbst auch schon denkt so, ey Scheiße, ist Paul noch der Richtige für unser Team? Obwohl man vor 4 Wochen eigentlich noch relativ zufrieden war. Natürlich gab es da Spiele, die nicht cool waren, aber es gab auch gute Spiele. Und ich weiß halt nicht, also ich muss ganz ehrlich wirklich sagen, dass ich... Ich mache das jetzt wie Tom, der auch immer sagt, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. Geil, Alter. Vielen Dank fürs Abo. Wer war's? Kinski? Super, ey. Kuss. Dass ich selbst, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen resigniere, weil ich nicht so richtig weiß, in welche Richtung ich gehen will, muss ich sagen. Neuer Trainer ist mir, ehrlich gesagt, geht es mir auf den Sack. Dieses ewige Trainergewechsel muss aufhören. Und ich finde, Paul ist halt ein Ehrenmann natürlich. Andererseits sieht man natürlich, dass wir den meisten Erfolg haben, wenn wir Paul-Fußball spielen. Nämlich einfach sicher stehen, gucken, dass wir kein Tor fangen und dann irgendwie eins rein. Probieren, irgendwie ein Tor zu machen. Aber Spielidee ist wirklich schlecht. Das ist natürlich auch unbefriedigend, aber ich frage mich halt so, wir haben jetzt so viel umgekrempelt im Verein, die Mannschaft gewechselt und die zweite Liga ist ja nicht, es gefällt mir jetzt nicht so schlecht, wie ich dachte. Vielleicht muss man einfach jetzt sagen, dann ist es eben so. Puh, also erstmal glaube ich, dass Paul nicht der falsche Trainer ist, sondern ich glaube, dass er in der falschen, zur falschen Zeit bei uns ist. Ich glaube, ein Paul funktioniert super, wenn du in der Bundesliga bist, Abstiegskampf hast oder den Abstieg vermeiden möchtest, dann ist Paul vielleicht einer der besten, die du haben kannst. Wir hatten es ja zumindest in Frage gestellt vor der Saison, ob Paul auch jemand ist, der eine Mannschaft zum Aufstieg verhelfen kann. Ja. Da gab es ja schon einige Zweifler. Mich nicht. Ich habe daran geglaubt, dass er das kann. Aber auch da im zweiten Jahr, nicht im ersten Jahr. Aber trotzdem sehe ich jetzt so ein bisschen im Nachhinein, mir fehlt so ein bisschen die Entwicklung. Mir fehlt, welcher Spieler ist denn besser geworden unter ihm? Welche Jugendspieler? Ja, er setzt die Jugendspieler rein. Das ist sein Faustpfand, den er hat. Er haut sie rein, lässt sie spielen, alle super, dafür sind wir ihm dankbar. Gut, Pluspunkt. Aber Lautern, wir haben schon drüber gesprochen, du hast halt ein Spiel, du merkst nach 20 Minuten, okay, das funktioniert irgendwie nicht, was wir heute vorhatten, aber Paar lässt ihn trotzdem bis zur Halbzeit das Spiel so weiterlaufen und ändert es dann in der Halbzeit erst. Wieso kann er das nicht im Spiel ändern? Warum? Also, dieses Ingame-Coaching passt mir irgendwie nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich mag Paul auch über alles und ich wünsche mir nichts mehr, als dass Paul Erfolg hat, aber im Augenblick sehe ich es nicht. Also ich sehe nicht, wie wir vorwärts kommen. Natürlich haben wir gerade kranke Spieler und auch wichtige, verletzte Spieler. Wir werden auch wieder Spiele gewinnen, auch davon bin ich natürlich überzeugt. Aber wird Paul es schaffen,
im nächsten Jahr, also diesen Jahr eher nicht, aber im nächsten Jahr mit einer Mannschaft zu formen, die aufsteigt. Glaubst du daran? Ja, also ich glaube schon, also das sind ja gleich mehrere Sachen. So, einmal muss man, finde ich, sagen, dass man Paul schon zugutehalten muss, dass er natürlich, also wie kein Trainer davor, was du gesagt hast, die jungen Spieler einwechselt. Ich weiß noch, wie wir immer das gefordert haben, bei jedem Trainer davor eigentlich, und immer rumgemeckert haben, gesagt haben, so, ey, warum spielt unsere Jugend nicht? Die ist so gut, die muss spielen. Und er lässt sie spielen. Und er ist ja praktisch Ende letzter Saison erst gekommen. Dann wurde die ganze Mannschaft ausgetauscht. Und also ich habe neulich auch mir gestern oder vorgestern den Talk von Tom und Benny Grund angeguckt. Das erste Mal eigentlich, wo die so ein bisschen auf Taktik gegangen sind, bei dieser geilen Taktiktafel von ihm. Er ist ja wirklich ein sehr sympathischer Typ, muss ich sagen. Und ich fand das einen super interessanten Talk und super cool, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, aber so diese Ideen von Überzahl in der Abwehr bilden, dann rausschieben, so das Spiel leiten, die Spieler müssen selber entscheiden, was machen sie jetzt irgendwie, das kannst du ja so schnell gar nicht hinkriegen. Also im Endeffekt ist es so, dass man ja so ein System, wenn es jetzt gut laufen soll, so jetzt eigentlich über Jahre erstmal spielt, ne? Also so innerhalb von 2 Monaten oder 3 Monaten dann sowas zu etablieren, das halte ich für total unrealistisch. Ich glaube allerdings auch, dass Paul natürlich nicht derjenige ist, der vielleicht da seine Stärken hat, das zu vermitteln. Das weiß ich nicht, das müsstest du besser sagen, ob er es ist, weil er hat ja auch die Fünferkette oder Dreierkette erklärt. Da war ich ja nicht dabei. Aber ich finde, sowas braucht ja Zeit. Es gibt ja eigentlich Mannschaften, die seit der Jugend so ein System spielen, dass die Jugend das gleiche System spielt wie die Profimannschaft. Deswegen können die das alles schon, deswegen läuft das auch schon gut. Und ich weiß nicht, ich bin super zufrieden, wie die Mannschaft zusammengestellt wurde. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, so, jetzt kämpft, der in jedem Spiel schon seine Fehler macht. Du machst jetzt auch noch so, du schiebst dich so raus und änderst den Spielstil so, wie es jetzt gerade aussieht mit der gegnerischen Mannschaft, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder dass ein Hussein mit Barkok plötzlich die Doppel-Sechs spielt und das Spiel plötzlich offensiv lenkt, der aber körperlich gar nicht dafür in der Lage ist eigentlich so. Also ich glaube, es ist einfach schwer zurzeit auch, sowas umzusetzen. Auch da wieder viele Sachen. Ja, du hast recht, es gibt viele Nachwuchsteams, die einen guten Nachwuchsbereich haben, wo die Spieler dann aus der Jugend wunderbar in den Männerbereich überflutschen können. Problem ist, du hast es meistens bei Mannschaften, die auch in der Liga stark sind. Das hast du bei Barcelona, das hast du bei Ajax, das hast du bei Arsenal. Also die Mannschaften sind ja dann auch in der Premier League oder in der Serie A oder in der Eredivisie, wie auch immer, sind die ja auch mit bei. Wenn du jetzt bei Hertha das gleiche System spielen lassen würdest, in der Jugend wie im Männerbereich, würdest du die Mannschaft völlig verschenken. Die ist ja offensiv stark, die ist ja eine Spitzenmannschaft. Also die Jugendmannschaften von Hertha sind in der Regel sind die Spitze, also mindestens mal Top 3, wenn sie nicht sogar Meister werden, also Staffelmeister werden. Und dann kommen die halt hoch und spielen Männerfußball, der sich auf Defensive konzentriert. Da ist der Weg natürlich nicht ganz so einfach wie bei Ajax, Man City, Real, Barca, wie auch immer. Die kommen hoch und wissen, ah, wir dominieren in der Jugend den Fußball, wir dominieren im Männerfußball den Fußball. Geht nicht so einfach. Paul, ja, das ist der vielleicht genau das Problem, dass Paul wahrscheinlich total tolle Ideen hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass es daran scheitert, das vermitteln zu können. Also er konnte es mir nicht vermitteln. Man hat gemerkt, dass er Ideen hat und auch im Kopf durchgeht, aber er konnte sie mir nicht erklären. Nun bin ich natürlich auch kein Taktikfachmann. Aber wenn er dann Worte benutzt, die es nicht gibt, um mir zu erklären, wer wie welchen Laufweg zu gehen hat, dann stelle ich mir das Schwierig hoffentlich, war. also ich stelle es mir schwierig vor, das zu verstehen und ich hoffe, dass das bei den Spielern besser hält als bei mir. Aber ich glaube, der ist gar nicht so doof, was Taktik angeht, oder so doof ist falsch, aber so laienhaft. Untalentiert, ja. Ich glaube, es liegt eher daran, die irgendwie vermitteln zu können. Dass es daran scheitert. Deswegen, Rainer Wittmeier und Paul hat damals super funktioniert, weil Rainer eben Taktikfuchs war
Und das ist der größte Punkt, der auf den ein paar gehört hat. Und das ist so, wenn man so Geschichten hört, eher ein Problem bei Paul. Dass er, natürlich muss er am Ende entscheiden, er ist der Cheftrainer, klar. Aber wenn er eine Meinung hat, das wäre besser so, dann können die Taktikleute auch anders erzählen, macht er trotzdem nicht. Er ist ein bisschen ein Stück weit resistent gegen. Und ganz Okay. kurz noch zu dem Video von Tom und Benny am Montag kam es raus. Sonntag? Sonntag, Montag, wie auch immer. Diese Taktik, Video. Ja, Theorie wunderbar erklärt, wie es gehen sollte, wie es machbar ist. Was für ein bisschen weit, ein Stück weit gefehlt hat, ist, dass man nicht auf die Stärken und Schwächen der Spieler eingegangen ist. Wir haben natürlich keine 11 Ronaldos auf dem Platz oder 11 Messis auf dem Platz, die alles können, sondern du hast einen Tabakovic, der die Stärke hat, den Ball direkt zu nehmen und ein Tor zu schießen. Von 10 Versuchen macht er wahrscheinlich dann 6, 7, 8. Ist aber unheimlich langsam. Also kannst du schon mal ein Drittel aller Spielsysteme nicht anwenden, weil er einfach zu langsam ist. Genauso ist ein Niederlechner nicht wirklich schnell und auch ein Zweier-Prellberg ist nicht schnell. Ja, dann musst du, kannst du natürlich wieder sagen, gut, da musst du halt die Schellenstürme aufstellen, um das Prinzip so zu machen. Aber dann hast du halt einen Tabakovic, der letzte auf der Bank sitzt, hast du auch nicht gekonnt. Ja, naja, das ist ja Also, genau es ist halt schwierig. das genau das, was ich meinte. Das ist halt cool erklärt, aber es ist halt eigentlich unrealistisch, wenn man gesehen hat, weil die Spieler können es einfach nicht. Also ich finde, ich weiß ja, dass sie auch in Hussein zum Beispiel großes technisches Potenzial sehen, was ja auch sein kann. Aber du siehst ja, du kannst ihn einfach nicht aufstellen. Der würde einfach. Eine Mannschaft ist ja nicht doof. Die sieht ja auch so, okay, der ist körperlich einfach nicht in der Lage. Dann gehst du da halt drauf und stellst einen ab und sagst, pass mal auf, den nietest du zweimal um und dann war's das, glaube ich, so. Das ist halt einfach eher, der müsste einfach erstmal ein Jahr, glaube ich, in die Muckibude gehen, damit er ein bisschen dagegen halten kann. Das wird so nicht klappen, glaube ich. Auch ein Barkok hat man ja gesehen. Der ist, also gegen Hamburg fand ich ihn eigentlich echt überhaupt nicht gut. Er will, aber man merkt halt, der ist auch vielleicht ein bisschen übereifrig und überhaupt nicht in der Mannschaft drin. So, das funktioniert halt einfach nicht. Gerade als Zehner oder als offensive Achter schon dringend vonnöten ist, dass er da. Ja. Ja, das sind halt so eine Position, die musst du eigentlich rechtzeitig in der Saison holen, weil die einfach mal ihre 3, 4, 5, 6 Spiele brauchen, um richtig anzukommen, um die Laufwege zu kennen, um die Mannschaftsgefüge zu kennen, wer ist schnell, wer ist Linksbein, wer ist Rechtsfuß, wer braucht den Pass in einen Steinlauf, wer einen Knappenlauf. Das Deswegen dauert fand Zeit, ich aber dafür sollen wir tun, ja. es ja auch so dumm, im Pokalspiel plötzlich das System umzustellen, weil ich meine, ja, wir haben das Problem auf der 10, dass wir einfach da keinen haben, aber wir spielen die ganze Saison 4-3-3 oder was es auch ist, 4-3-2-1, wie auch immer. Und. Weiterhin. Oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall Ja. hat es ja auch schon geklappt. Ich sehe das halt auch immer noch ein bisschen anders. Ich habe das, glaube ich, Tom auch schon mal gesagt. So, ich bin halt auch noch ein Fußballromantiker. Finde es total interessant, das technisch zu sehen. Aber für mich ist halt auch noch total wichtig, wenn die Einstellung und die Laufbereitschaft bei den Spielern da ist, dann klappt das auch im 4-3-3, wie wir das eigentlich schon seit Jahren unter Pal spielen. Aber wenn die Tagesform halt einfach nicht da ist und die Mannschaft so auf 70% einfach zur Hälfte spielt, dann verlieren wir einen. Dann verlieren wir auch gegen Osnabrück oder so. Da reicht es eben nicht aus. Und das ist, glaube ich, erstmal total wichtig. Und auch das ist meine Hauptsorge eigentlich bei Pal, dass der jetzt so den Draht zur Mannschaft vielleicht verliert. Also wenn man Fabi Rese gesehen hat, wie enttäuscht der war. Von der ersten Halbzeit und auch von der taktischen Einstellung der Mannschaft. Und da gibt es ja auch ein paar andere hier. Leisner hat auch auf dem Platz rumgeschrien und so. Da sehe ich eher so die Gefahr, dass da ein Bruch kommt und eventuell die Spieler einfach nicht mehr zuhören oder nicht mehr dran glauben, was Paul sagt. Also Paul ist in der Mannschaft als Mensch sehr beliebt. Ich glaube, es gibt Spieler, die sich denken, okay, taktisch ist es jetzt nicht das allerhöchste Niveau, was ich da beigebracht bekomme, glaube ich. Ja, also daraus bedingt glaube ich, dass er nächste Saison nicht mehr Trainer bei Hertha sein wird. Meinst du? Er wird die Saison zu Ende spielen, wird jetzt hier und da was gewinnen, da und da was verlieren,
Die werden irgendwo im Mittelfeld eintrudeln, werden auch mit Abstieg nichts zu tun haben, aber jetzt auch nicht mit Aufstieg. Und wenn er jetzt die Chance jetzt nutzt, die Jugendspieler noch mehr zu fördern, also auch einen Maser wieder reinzubringen, für Niederlechner auch oder Schörn weiterspielen lässt oder Winkler öfter spielen lässt und vielleicht auch Kämpfen rausnimmt dafür, der so hochgelobte Linus Rechter spielen darf. Da gibt es ja genug Möglichkeiten, wo du dann noch mehr auf die Jugend setzen kannst. Dann lass die doch jetzt den Kader spielen, der nächste Saison zusammenleben soll. Aber hier, Berlin Subs hat es geschrieben. Dennis, was erwartest du denn dieses Jahr, wenn du doch auch gesagt hast, dass du mit 2 Jahren zweite Liga rechnest? Ich hoffe schon, dass wir im Aufstieg mitspielen. Ich erwarte nicht, dass wir aufsteigen, habe ich nicht gesagt, aber ich habe uns ja gesehen, glaube ich, wenn es richtig krass läuft, auf Platz 3 und wenn es normal läuft, auf Platz 8. Irgendwo dazwischen, habe ich so sinngemäß vor der Saison gesagt. Genau, so könnte es ja kommen. Du kannst immer noch kommen, ja. Aber bei meinem geistigen Auge habe ich eine junge Mannschaft gesehen, gespickt mit 2, 3 älteren Spielern, natürlich, die aber irgendwie wo die Formkurve noch umsteigt, die besser werden, die Spieler, dass ein Winkler von mir aus natürlich nicht jedes Spiel überragt, ja, keine Frage, aber mal hier und da mal vielleicht ein Tor macht oder eine Torvorlage macht, dass ein Kämpf dann eben jetzt nicht mehr spielt. Also Kämpf ist für mich das beste Beispiel daran, wenn wir jetzt den Aufstieg wirklich abhaken, was wir vielleicht nach dem Viertelspiel dann machen könnten, da kommen wir ja nochmal zu, dann lass doch ein gerechter Spiel in der Saison. Zum Beispiel. Ja. Aber nein, ich habe nicht mit mehr. Also nochmal, wenn wir jetzt im Pokal, hätten wir vorher gesagt, wir fliegen im Pokal, würde ich wieder raus, der super blinkt, einverstanden, bin ich zufrieden. Mehr würde ich vom Hertha nicht erwarten. Aber du spielst jetzt zu Hause in Lautern und da sollte man weiterkommen. Das ist halt so. Ja, vielleicht ist es arrogant, wie du sagen magst. Naja, die Enttäuschung sitzt natürlich tief, ja, klar. Klar, es ist halt die Art und Weise, gegen Lautern kannst du verlieren. So. Das kannst du halt gegen alle. Düsseldorf, man hätte auch gedacht, Pauli kommt weiter. Aber es war halt einfach wieder mal ein Spiel ohne, du hast es halt verschenkt, muss man sagen. Die erste Halbzeit war nichts. Und gegen HSV haben wir besser gespielt, fand ich. War Einsatz wenigstens da. Aber wir haben halt auch da verloren. Für mich ist ja eher so die Frage, ich kann es mir halt nicht vorstellen irgendwie. Ich meine, Paul, Zecke, Benny Weber und so, für mich sind die halt so ein Team mit Kai und Tom Herrich zusammen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, Paul, sorry, aber wir glauben nicht mehr an dich, du gehst. Ich meine, das war ja auch Kai hat ja große, große Stücke auf Paul gehalten. Und so, dass er auch... Ja. Meinst du nicht auch trainermäßig? Also ich weiß es ja nicht, so für einen Berliner Weg. Ich habe ihn tatsächlich nie gefragt, wie er Paul als Trainer findet. Generell war aber die Antwort, zumindest wenn andere Menschen dabei waren, wie findest du den Transfer, wie findest du die Aufstellung? Da war Kai ab und immer gewesen, du, das ist ja mein Opfer, aber das macht einfach mal Manager. Mhm. Also er hat sich da zumindest nach außen hin immer sehr... Bedeckt gehalten, er hat sich jetzt nicht so wie in die Karten gucken lassen. Ich weiß, dass er ein paar sich menschlich gemocht haben, ja, keine Frage, deutlich sogar. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendjemanden gibt, auch selbst die größten Hertha-Kritiker sagen, dass der menschlich ein Idiot ist. Nee, natürlich. Jeder mag ihn und jeder findet ihn toll und jeder wünscht sich, dass er Erfolg hat bei uns und dass er 20 Jahre Trainer bleibt, aber wenn er vielleicht nicht so gut ist, als Trainer. Was willst du machen? Willst du 20 Jahre zweite Liga spielen, nur weil du sagst, der ist so sympathisch, der Mensch? Ich weiß es nicht. Ich will mich auch gar nicht jetzt gegen Paul stellen. Ich sehe die Kritikpunkte und ich kann die auch nachvollziehen, die Kritikpunkte. Vielleicht gewinnen wir jetzt 3 Spiele, die Welt anders aus. Alles okay, aber ich aktuell nicht dran. Wir müssen mehr Ferkel essen. Das war wirklich, da habe ich heute auch, ich habe es mir heute Morgen im Radio gehört. Und dachte auch so, okay, vielleicht müssen wir den Trainer wirklich wechseln. Das ist einfach so eine geile Analyse, warum das so schlecht läuft. Aber das ist ja, aber es ist ja, was Berlin Sub schreibt, ist ja genau das, was ich am Anfang meinte. Wir kehren ja trotzdem immer wieder zu Paul zurück. Es endet ja trotzdem wieder bei Paul. So, und ich meine, wenn man jetzt sagt, nächste Saison
wird ein neuer Trainer kommen. Wir glauben nicht, dass Pal irgendwie das schafft. Ja, dann weiß ich nicht, dann ist ja natürlich auch die Frage, welchen Trainer willst du denn haben dann, ne? Also ich glaube, einfach nur sagen, neuer Trainer, haben wir ja gesehen. Also mich haben die ganzen Trainer, die gekommen sind, als Pal gegangen wurde, halt überhaupt nicht überzeugt. Da muss man sagen, da fand ich Pal von allen immer noch den, wo man sagt, okay, ist halt wenigstens solide, dann lieber mit Pal irgendwie. Es ist jetzt natürlich was, wo du recht hast, weil ich glaube, Pal in der ersten Liga ist ein Trainer, der schafft es mit auch nicht so geilem Spiel, dich in der Liga zu halten, einfach weil er weiß, wie er die Mannschaft kämpferisch einstellt und ist dann vielleicht nicht so geil, aber du bleibst in der Liga. In der zweiten Liga, wo du aber plötzlich dann offensiv auch ein bisschen zeigen musst, weil du halt in der Rolle bist, dass du es gewinnen musst, ist halt ein bisschen was anderes. Weiß ich nicht. Aber trotzdem, da muss man mir erstmal sagen, welcher Trainer kommt denn? Oliver Reis. Ja, den könntest du ja Hätte ich jetzt, gern. schon als Co-Trainer stellen. Der ist ja schon im Verein. Vielleicht möchte er kein Co-Trainer sein. Vielleicht möchte er die Chance haben, sich beweisen zu können. Im Okay. Jugendfußball macht er sehr gute Arbeit. Einer der besten Jugendtrainer, die wir seit langem hatten. War natürlich deswegen nicht zwangsläufig, dass das Männerfußball auch funktioniert. Aber er hat alle Voraussetzungen, um zumindest mal die Chance zu kriegen, finde ich. Ja, natürlich, die Chance immer, aber das haben wir ja schon gemacht. Denk mal an Ante Čović, wo wir auch gesagt haben, ey, der ist in der Jugend total erfolgreich, come on, wir probieren es mit ihm. War er nicht? Der war Amateurtrainer. Ja, oder Amateurtrainer, aber trotzdem erfolgreich, komm, und der wechselt jetzt. Und es hat überhaupt nicht geklappt. Und ich sage ja nicht, lass uns bei Pal bleiben, weil dann sind wir jetzt zufrieden. Aber es ist ja schon so, wenn man jetzt sagt, so man baut jetzt so einen Verein so krass um, dann dauert das natürlich auch. Klar sind wir alle irgendwie, wollen wir alle den Erfolg gerade. Und ich glaube, das ist halt das Problem, weil wir halt auch schon sehr geile Spiele gesehen haben, wo man dann halt natürlich gesagt hat, so ey, geil, die Mannschaft ist geil. Durch die Doku hatte man so das Gefühl, da ist ein richtiges Team zusammengekommen. Durch Fabi Rehse, der so krass überperformt hat, und Tabakovic, der super funktioniert hat, mit Palko auf der 10 dahinter. Auch Winkler hat super gut gespielt, die ersten Spiele. Dachte man so: Ey, das läuft einfach. Wir haben eine richtig geile offensive Mannschaft. Und jetzt läuft es halt nicht irgendwie, ne? Also. Ja, aber ja, okay. Ich hätte noch, also kurz um die Ergänzung fertig zu machen, ich hätte auch noch Michael Hartmann, der gestern wieder frei ist, an Angebot gehabt, aber okay. Ja, Natürlich das wünscht wäre man sich, dass es jemand. läuft, aber Der ist wieder ja. frei? Wobei der, na gut, egal. Ja, da habe ich ein paar komische Geschichten gehört. Der ist gestern entlassen bei Bayern, U19. Ja. Egal, anderes Thema. Natürlich ist man enttäuscht, dass das nicht funktioniert, aber du musst dir doch mal angucken, unterm Strich haben wir den zweitwertvollsten Kader der Liga nach dem HSV. Du hast eine Mannschaft, und das habt ihr ja letzte Woche auch schon ein Thema gehabt, du hast Mannschaften, die über dir stehen, die einen deutlich schlechteren Kader haben. Also, was macht ein Trainer dann mehr richtig, als es derjenige tut, der einen guten Kader hat? Natürlich haben wir einen komplett zusammengewürfelten Haufen. Ja, keine Frage. Das ist ein Nachteil, deswegen haben wir einen schlechten Start gehabt. Vollkommen nachvollziehbar, würde ich nie Kritik dran äußern. Aber irgendwann muss es doch mal besser werden. Also, Natürlich, irgendwann muss aber man. natürlich muss es besser werden, aber man muss halt, das meine ich ja, ein Trainer sagt ja auch, welches System will er spielen, ne? Und im Endeffekt war es diese Saison, fand ich, als die Mannschaft umgebaut wurde, das erste Mal so, dass ich dachte, so, okay, die Außen sind jetzt gut besetzt, wir haben einen guten Mittelstürmer bekommen, der die Dinger auch reinbringt, die von außen kommen, und wir haben talentierte Zehner, die allerdings sich dann verletzt haben, wie du ja auch gesagt hast. So. Und dann ist halt die Frage, wir haben da halt niemanden nachgeholt, wo man sagen konnte, der kann jetzt diese Bälle spielen. Im Endeffekt war lange Zeit das ja auch okay, ne? Auch die Doppel-Sechs mit Marton und Clemens haben wir ja gesagt, so, ey, super, wie die beiden zusammen funktionieren, ist ja geil irgendwie. Wir brauchen gar keinen. Und die Abwehr war am Anfang auch so, dass wir dachten, ey, Toni Leistner, selbst Kempf gut, hinten Dutzi, super. Kenny ein anderer Mann.
dass man dachte, ja, ey, geil. Also da kann ja wirklich was draus entstehen. Lass die sich mal einspielen. Deswegen finde ich es ja so weird, weil bei mir ist es ja genau das Gleiche. Bei mir ist ja genau das gleiche Gefühl, dass ich jetzt plötzlich denke, oh fuck, Alter, das reicht vielleicht nicht. Vielleicht reicht es nicht. Aber irgendwie ist der Gedanke, den Trainer eventuell in Frage zu stellen, weiß ich nicht, dazu, das ist halt zu oft passiert bei uns jetzt auch. Und ich weiß nicht, gut, man könnte jetzt natürlich sagen, lass uns die Saison einfach zu Ende spielen. Aber was sagt man denn dann? Was muss denn erreicht werden, dass Pal Trainer bleiben darf? Eine Entwicklung in der Mannschaft, wenn wir ja keinen Zehner haben? Aber die sind ja verletzt, wir haben ja niemanden. Wenn jetzt, ich sag mal, ein Maser zurückkommt, er wird jetzt ein paar Kurzeinsätze kriegen, wird dann irgendwann von Beginn an spielen, dann hast du irgendwann vielleicht mal den Tag, wo du die Elf hast, die du als Anfang oder vor der Saison gesagt hast, das wäre meine Stammelf. Vielleicht kommt es einmal dazu, dass sie zusammenspielt. Und wenn du dann ein Spiel legst, wo du dann mal von mir aus, keine Ahnung, wieder auch mal Paderborn 2-0 schlägst und den auch verdient machst und souverän machst und du taktische Prinzip erkennst, wo ich sage, alles klar, jetzt verstehe ich, was er will, jetzt verstehen die anderen Spieler, was sie wollen, was er will, aber im Augenblick sehe ich es eben nicht. Also, natürlich fehlen die Leute, die Zehner, Dudziak fehlt, Clemens ist krank seit einer Woche, alles bin ich bei dir, ja, aber irgendwie die erste Halbzeit lautet, die hat mich irgendwie so gecrashed irgendwie. Die spielen 45 Minuten lang, meine Nase juckt, 45 Minuten lang hinten 3-5-5 den Ball quer und schlagen lang nach vorne. Nur um den zweiten Ball zu erobern oder den abgelegten Ball von Tabakovic. Das ist doch kein System. Nee. Also, ja, natürlich. Ich sage nicht, dass das alles klappen muss. Also ich sage nicht, oh, funktioniert nicht, was Pala machen will. Nee, ich sehe es ja nicht mal. Ich sehe ja nicht mal, was ist denn das Prinzip, was jetzt von mir aus nicht funktioniert. Aber das kann doch nicht das System sein, hinten dreimal quer zu spielen und lang nach vorne zu bolzen. Den Ableger zu kriegen und dann noch zweite Bälle zu hoppen. Das ist kein System. Ja. Ja, da hast du völlig recht. Und es war ja auch schon gegen Osnabrück so, dass man dachte, ach du Scheiße, wenn man sieht, da vorne der Zehner ist nicht da und auf den Außen ist die Leistung eben mal nicht bei Rehse bei 130% oder 120% oder er spielt nicht, dann ist da halt gar nichts mehr. Und das ist genau das, was mich dann natürlich auch stutzig macht. Du hast ja, die Aufgabe ist ja, von den Sechsern das Spiel zu eröffnen. Die beiden stehen aber statisch da in der Mitte, also in dem Fall waren das Buchalakis und Dardai gewesen. Im Pokalspiel, genau dann. Aber warum renne ich dann als Trainer nicht draußen rum und schreie die 5 Minuten lang an, warum die sich nicht bewegen? Da sitzt ein Paar auf der Bank und guckt. Gestikuliert mit seinem Nachbarn ein bisschen hin und her, guckt auf den Monitor. Okay. Dann musst du mehr Ingame-Coaching und musst sagen, Martin, du musst dich mehr bewegen, komm ran, biete dich an, biet Laufwege an, Buchalakis oder Bucher, du musst gucken, dass du den Steig. Da musst du mit den Leuten reden. Na, er hat ja Marton extrem angeschrien am Anfang, zweimal. Marton wird ja auch immer schlechter, muss man ja auch wirklich sagen, auf der 6. So, er wird echt immer schlechter. Und aber auch die Außen, Karbovnik und Kenny, die dann über Außen kommen sollten. Marton, Dardai. Ja, das hat ja auch gar nicht funktioniert. Ja. Ja, aber deswegen. Ich bin einfach unzufrieden, ja. Ich bin auch unzufrieden. Aber dann, und da gebe ich dir halt völlig recht, dann würde ich sagen, warum spielt Marton nicht in der Innenverteidigung, wo es ja wirklich geklappt hat? Genau. Warum darf Kempf immer spielen? Warum darf Kempf spielen, der in jedem Game irgendwie 2 Fehler macht? Klar hat er auch gute Aktionen und grätscht die Leute dann irgendwie weg, aber er hat halt auch immer 2 Böcke drin irgendwie. Also, ja, das weiß ich halt auch nicht. Aber ja, es ist halt ohne Perspektive, dass man sagt, okay, dann hole ich jetzt den und den, an den glaube ich, dann würde ich eher sagen, lass uns Pal behalten irgendwie. Also mit Pal werden wir definitiv nicht absteigen aus der zweiten Liga, sondern solide, ja, weil es gibt ja viele, die Angst haben, dass wir jetzt unten richtig reinrutschen, das glaube ich nicht. Dafür haben wir jetzt zu viele Punkte geholt irgendwie. Aber die Entwicklung nach vorne, das ist halt die Frage, können wir sie mit ihm machen, ja oder nein? Und wenn man jetzt denkt, Rehse wird gehen, sicherlich,
dann wird einem natürlich schon Angst und Bange. Und das ist das, was ich dir ja, glaube ich, als wir telefoniert haben, gesagt habe. Ich habe ja eher Angst, dass dann Leute halt denken, scheiße, dass diese Euphorie, die ich jetzt vor einem halben Jahr oder vor 2 Monaten bei Hertha noch hatte, die ist bei mir weg. Ich glaube jetzt auch nicht mehr dran, dann gehe ich halt nach Gladbach irgendwie. Auch ein junger Spieler wie Clement zum Beispiel, wenn er jetzt ein Angebot kriegt und denkt, ja, wir stagnieren, das schaffen wir nicht, dann wechselt der halt, ne? Eventuell. Gut, natürlich, wenn die Spieler jetzt wechseln, kriegst du erstmal für einen Ablöse, ist ja keiner so, dass er jetzt ablösefrei geht. Und auch das ist ja der Berliner Weg, haben wir gelernt, auch unsere Talente zu verkaufen. Hajo Mockerfort! Aber es passt halt nicht in meine heile Traumwelt, dass wir übertrieben sind, mit 11 Hertha-Spieler auf dem Platz stehen, mit 11 Berlinern. Wird sowieso nicht passieren, das weiß ich, aber ich hätte schon gern 1, 2, die den Weg komplett mitgehen. Das war halt letztes Jahr Jesse gewesen, der dann weg war, wo ich dachte, okay, der war eigentlich derjenige, der für den Berliner Weg steht. Und jetzt wird er was noch da, der halt auch noch die erste Saison mit gemacht hat. Und dann bricht irgendwie so, haben wir dann Leitfiguren weg, also jetzt nicht mehr unbedingt vom sportlichen Leitfiguren, sondern halt diejenigen, die die Fans toll finden. Mhm. Und Rehse mag jeder, klar, logisch ist er der beste Spieler, aber auch ein Dardai, auch ein Pascal Clemens, wenn die jetzt wieder alle weggehen, oder Benze vielleicht schon relativ früh zu Gladbach, weil du gerade gesagt hast, ich glaube, dann fängt an, irgendwann zu stagnieren. Natürlich, wenn die weggehen, kommen nächstes Jahr neue Spieler und vielleicht haben wir einen neuen Rehse dabei oder einen neuen treuen Sechser oder wie auch immer. Das kann ja trotzdem alles funktionieren. Das heißt ja nicht, dass es das nicht schlecht ist, aber der Gedanke jetzt im Augenblick stört mich gerade, dass wir diese Mannschaft nicht weiter geformt bekommen, um dann nächstes Jahr um den Aufstieg zu schaffen. Ja, ja, genau. Das ist so meine Angst, dass das passiert, weil eigentlich war das ja so das, was wir auch gesagt haben. So, ey, die Mannschaft ist eigentlich geil. Dann mach im Sommer noch ein paar Positionen, wo man jetzt sieht, ey, da brauchen wir was. Aber von der Perspektive ist das schon echt enorm vom Potenzial der jungen Spieler, wenn man das sieht, wie gut die spielen können, wenn sie gut drauf sind. Also auch bei Martin Winkler hat man es ja gesehen. Wenn der gut drauf ist, wie Anfang der Saison, also da dachte man ja, Alter, der ist aus dem Nichts gekommen und spielt richtig geil. Dafür spielt er immer noch ganz okay. Ja, aber... Ja, aber ich finde, jetzt auch schon lange keine gute Aktion mehr gehabt. Er ist schnell, ja, aber er hat schon lange kein erfolgreiches Dribbling gehabt, Tor von da gemacht, Tor geschossen. Ja, genau. War schon lange nicht mehr. Er ist lange nicht mehr, aber er ist wenigstens kämpferisch da auf dem Platz und gibt alles so. Das kann man ihm halt nicht absprechen. Aber was du sagst, ist halt richtig. Der ist aber auch jung, muss man sagen. So ist klar, dass jemand, oder selten, dass einer die Saison dann so durchpowern kann. Und der muss halt besser werden. Clemens ist völlig überragend auf der 6, ey, Wahnsinn, auch eigene Jugend. Gechter hat eine gute Perspektive sicherlich, ey. Dann Martin Dardai, haben wir ja gesehen, was er spielen kann. Ja, also das ist schon enorm, was an Potenzial da ist. Und Benze kann ich nicht beurteilen, ob der richtig gut wird irgendwie. Der hat ein paar coole Spiele gemacht. Aber wenn du alleine die Anzahl an Spielern dir schon vor Augen hältst, die wir jetzt gesagt haben, das ist ja schon enorm irgendwie, wenn die einfach noch besser werden. Aber wenn, ne, die weggehen oder ein Teil davon weggeht im Sommer, dann haben wir ein Problem. Das ist wieder doof. Aber ja, würde wieder neue Jugendspieler hoch. Aber da fängst du wieder an zu sagen, okay, jetzt haben wir wieder 6 neue Jugendspieler, die müssen sich erst an Männerfußball gewöhnen. Ja, aber. Das ist ja nicht das Ziel. Du weißt noch, wie es bei Union war, bevor die aufgestiegen waren. Da gab es ein paar Unioner, die gesagt haben: Ach, eigentlich wollen wir gar nicht erste Liga spielen. Wir sind, das zweite Liga ist geil, wir sind zufrieden damit. Und das will ich ja gar nicht. Ich will natürlich auch, dass Hertha erfolgreich wird. Aber man könnte ja auch so denken und sagen: So, ey, ich bin erstmal zufrieden irgendwie. Der Verein, der muss sich erstmal wieder konsolidieren irgendwie. Mannschaft muss sich finden. Ich bin erstmal zufrieden, egal wie es ist. Ne? Wenn du dir finanziell wegkommst, was kannst du das machen? Ja. Wir werden es uns nicht leisten können, 10 Jahre in der zweiten Liga zu spielen. Das fürchte ich auch. Und ich glaube auch, dass unser Investor da auch keinen Bock drauf hat. Das ist nämlich auch spannend. Was sagt denn der Investor zu Paal, wenn es da nicht weitergeht? Ob die nicht sagen, ey, passt mal auf, Leute, jetzt muss aber was passieren. Hier, Mockerfott schreibt gerade, er hat über ein paar Ecken gehört, dass Hasenhüttl diskutiert wird. Iron Lucas schreibt, das fände er gar nicht mal so unpassend. Alleine da sieht man ja schon diese Gerüchte, die jetzt aufkommen. Ja. Also,
ich bin mir sicher, dass Ralf Hasenhüttl zu teuer wäre für uns, zum einen, aber zum anderen, dass wenn es tatsächlich Gespräche gäbe zum eventuellen neuen Trainer, dass davon nichts in der Öffentlichkeit kommt. Also da ist Hertha gerade sehr erpicht darauf. Es ist gerade sehr, sehr... Und machen wir ja auch. So sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass nichts da außen bringt. Und das klappt ja auch ganz gut. Wenn man das hier kriegt man ihn auf den Nuss. Ja, aber trotzdem sieht man ja alleine, dass die Gerüchte jetzt gestreut werden schon. Sieht man ja, da gibt es vielleicht schon ein paar Leute. Die Trainer selber. Die Trainer selber, aber ich meine, auch Baumgart wurde ja plötzlich so ins Spiel gebracht, was so komplett unrealistisch ist, glaube ich. Wird bestimmt nicht zu Hertha gehen. Eher zum anderen Club. Wenn er zum Mond. Genau. Aber auch der Name wurde gestreut und ich weiß nicht, ob du das gehört hast hier, das Hauptstadtderby. Axel Kruse hat auch schon angefangen, so gegen Pahl ein bisschen mobil zu machen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Ja. Axel, unser riesen Dardai-Freund. Unser neuer Präsident, Axel Kruse. Ja, aber da siehst du halt, das wird hoffentlich nicht passieren, aber trotzdem geht das halt schnell. Lass uns mal gegen Fürth verlieren. Und das nicht unwahrscheinlich ist. Was nicht unwahrscheinlich ist. Und dann lass uns mal noch die nächsten zwei Spiele vielleicht nur einen Punkt holen. Dann weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, wie du Benny Weber einschätzt, ob der dann irgendwann sagt, so, wir müssen jetzt was machen. Die sind sehr dicke miteinander. Also auch menschlich, freundschaftlich, da wird nichts. Also ich bin mir sicher, dass er die Saison zu Ende spielt. Fände ich auch okay. Wenn sie jetzt 10 Spiele voll verlieren oder so, wenn wir jetzt weiterhin im Mittelfeld rumdümpeln, mal in 2 gewinnen, mal wieder 2-3 verlieren und immer so Platz 8 bis 12 sind, wird da nichts passieren, da bin ich mir sicher. Aber das ist ja genau die Sache. Ich meine, da muss man aber auch sagen, das ist ja auch irgendwie, wenn du jetzt gerade sagst, du hast Angst, dass die jungen Spieler gehen, ne? Und du dümpelst jetzt die Saison mit Pahl zu Ende, ja, dann, und die kriegen ein Angebot jetzt, wie es halt nun mal ist. Gladbach tritt jetzt an Clemens zum Beispiel ran und sagt so, ey, komm hier, willst du wirklich, bist doch da so, hast so ein Potenzial, willst du es wirklich machen? Oder Augsburg oder so ein Scheißclub irgendwie. Dann weiß ich eben nicht, was dann passiert, weil ein Spieler... Ich meine das jetzt wie Tom, der auch immer sagt, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. Bam! Leute, wir brauchen einen neuen, kürzeren Alert. Also wer Alerts baut, bitte schickt uns mal welche zu. Den können wir nicht so oft reinballern. Dann sagen die sicher auch, wir spielen jetzt die Saison zu Ende und niemand weiß, was dann passiert, weil dann ist Sommerpause und dann ist eigentlich schon, dann sind die Deals eigentlich schon so ein bisschen vorbequatscht. Eigentlich müsste man ja jetzt dann sagen, okay, Paul, du machst die Saison zu Ende. Aber nächste Saison kommt jetzt der und der, damit man dann so einem Jungen vielleicht auch sagt, okay, wir haben aber die Perspektive und wollen was anderes machen. Oder man sagt, wir bleiben bei Pahl und wir gehen den Weg irgendwie. Ist schwierig, oder? Ist eine schwierige Situation. Man kann eigentlich nur hoffen, dass wir wieder auf die Erfolgsspur kommen einfach. Unterm Strich sagst du es ja schon eigentlich indirekt selber gerade, der Spieler braucht eine Perspektive. Und wenn du jetzt da im Mittelfeld zu Ende dümpelst und du aber auch keine Spielzeit kriegst. Zum Beispiel Pascal Clemens. Ich halte den für sehr, sehr stark. Ich halte ihn wirklich für einen der besten Nachwuchsspieler seit langem. Ist natürlich ein Sechser. Ich meine das jetzt wie Tom, der auch mal sagt, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. Tabakovic, du geile Sau. Warte mal, ich mach mal den Alert aus, sonst kommen wir hier gar nicht zu Potte. Ja, red weiter, Pascal Clemens. Genau. Wenn du dir aber keine Perspektive gibst für dieses, also ich glaube, für ihn wäre eine Perspektive einfach zu spielen. Ja, das natürlich. Würde reichen. Na, muss ja auch. Die nächsten 1, 2, 3 Jahre, genau. Das ist der Punkt. Und wenn man denkt, dass ich was halte davon, wenn ich jetzt nach Wolfsburg gehe, nach Augsburg gehe und sitze auf der Bank, halt ohne Schikon. Also bleibe ich doch hier bei Hertha, werde ein richtiger Stammspieler, werde ein richtiger Männerspieler, dann hast du eine Perspektive, dann hast du einen Grund zu bleiben. Wenn du aber trotzdem auf der Bank sitzt, weil lieber ein Martin spielt oder weil ein Kämpf spielt oder wie auch immer, wo du denkst, okay, die sind eigentlich jetzt nicht besser als ich. Unterm Strich, Punkt, um zu Punkt zu finden, du brauchst eine Perspektive. Jeder Spieler, der bleiben will, braucht eine Perspektive. Und wenn du sie sportlich nicht bieten kannst, was wir ja in unserem Szenario gerade haben, dann musst du halt den Weg gehen und sagen, also, wir setzen die jungen Spieler ein, wir lassen die ran und dann sollen sie sich austoben und dann mal gucken, was draus wird. Ja, hast du recht, Tabakovic. Danke für den 8. Monat überhaupt. Im 9. nächstes Jahr kriegen wir das Kind, Digi. Oder im 2.
Ja, du hast recht. Warum spielt Ibrahim nicht? Der Paar setzt sich in die PK und sagt, der ist eigentlich zu gut für uns. Was will er bei uns? Aber er spielt nicht. Ja, also und das klar war einmal im Training gewesen. Vollkommen richtig. Der ist noch nicht drin im Team, verstehe ich. Aber was willst du jetzt warten? Willst du jetzt gucken, dass wir vielleicht nochmal Fünfter werden? Guck dir Mainz an. Die holen sich einen Jesse Gangkamp, die holen sich einen Amiri. Beide am letzten Tag der Transferperiode. Am Donnerstag trainieren sie einmal mit und Samstag stehen sie beide in der Startelf. Da geht es. Und ja, Amiri macht ein Hammerspiel. Absolut, gebe ich dir recht. Aber du musst halt natürlich dann auch, du kannst halt auch nicht immer wechseln. Ne? Das ist halt genau die Sache. Man muss jetzt eigentlich sagen, okay, das ist jetzt mein Plan, die Spieler sollen spielen und das würde ich jetzt auch so machen. Wenn du jetzt sagst, Aufstieg ist sowieso weg, würde ich das genau so machen, wie du am Anfang gesagt hast. Ich würde sagen, komm, Alter, dann packe ich jetzt Marton in die Innenverteidigung oder ein Gechter, je nachdem, wo ich denke, so, ey, der hat es jetzt mehr verdient, so. Dann packe ich halt, wenn er so ein Riesentalent ist und im Training wirklich so geil, wie er es sagt, kann es nicht beurteilen, ich habe ihn noch nicht gesehen, ja, dann lass ihn doch auf A6 spielen irgendwie. Also Buralakis, bei aller Liebe, ist jetzt mir zu langsam. Klar gibt er Sicherheit, aber warum soll er spielen? Dann lass ihn doch mit Clemens auf A6 spielen, zum Beispiel. Finde ich auch als völlig gerechtfertiger als, wie gesagt, einen Hussein aufzustellen, der überhaupt nichts bringt, irgendwie körperlich, auch für, in meinen Augen auch technisch bisher nicht. Und ist genauso wie auch Karbovnik, der hat genügend Chancen gehabt, wenn Dutzi wieder fit ist. Für mich hat Dutzi jedes Spiel, wo er gespielt hat, die Leistung gebracht, würde ich auf jeden Fall Dutzi links stellen. Immer. Wenn er wieder fit ist. Und allgemein auszudrücken, ich würde mit jedem Spieler reden und sagen, pass auf, wir werden jetzt hier Zehnter die Saison. Wie sieht's aus? Bist du nächste Saison bei uns oder wirst du gehen? So, und wenn da kein klares Bekenntnis kommt, dann ist der erstmal außen vor. Punkt. Dann würde ich die irgendwo aufstellen, die jetzt nächste Saison gesagt haben, wir bleiben hier. Vorausgesetzt natürlich, wir steigen nicht ab, klar. Aber wenn wir in der Liga bleiben und auch nicht aufsteigen, bist du nächste Saison mein Sechser, du bist mein Innenverteidiger, du bist mein Torhüter, du bist mein Stürmer, wie auch immer. Dann lass diese 11 Leute spielen, das ist jetzt schon ein Einstimmungskampf für die nächste Saison. Und dann rennst du nächste Saison los und überrennst alle. Ja. Du hast eine Perspektive, du kannst den Leuten wieder was aufzeigen. Und wenn dann Kämpfe sagt, du bist auf, ich weiß jetzt nicht, ob ich nächste Saison hier bin, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich für Angebote kriege. Ja, okay, dann überleg dir in Ruhe. Ja, aber auch, aber ein Kämpf ist ja. Und ein Kämpf hast du doch aber auch eigentlich schon selbst angedeutet, dass es Zeit ist zu gehen, als Trainer zum Beispiel. Also, er verdient immer noch sehr gut, dann würde ich ja im Endeffekt sagen, okay, dann, sorry. Dann soll lieber ein junger Spieler die Fehler machen, der daraus lernt irgendwie. Und warum soll er weiter spielen? Ich will gar nicht so ein Kämpfbasher sein, wie immer alle sagen. So, aber für mich hat er einfach so genug Chancen gehabt. Und wir haben genug gute Leute auf der Bank oder in der Jugend, die vielleicht jetzt auch woanders auf einer anderen Position spielen. Würde ich auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall. Aber die Frage ist ja trotzdem, die ja bleibt. Muss jetzt der Hertha-Vorstand oder halt die sportliche Leitung sagen, wir machen das mit Paul, wir glauben an Paul? Oder müssen sie sagen... Nee, du kannst ja die Chance nutzen und sagen, Paul, wir machen das jetzt so, warte noch das vierte Spiel ab und von mir aus das Magdeburg-Spiel, wenn es dann nicht bergauf geht, überraschenderweise, dass wir beide Spiele gewinnen, zum Beispiel... Dann lass uns das so machen. Du redest mit jedem Spieler, kannst ja als Sportdirektor die Anweisung geben. Du redest mit jedem, kläre, wer ist nächste Saison da, wer ist nächste Saison nicht da. Dann machst du die Aufstellung, aus denen die Ja sagen. Und dann hast du selber auch 10 Spiele Zeit zu zeigen. Pass auf, hier hast du deine 11 Jungschen, ob die baust du nächstes Jahr. Zeig, wie du die Jungs weiterentwickelst. Lass sie spielen, ist egal, wenn sie Fehler machen, alles gut. Lass sie spielen. Und wenn du in diesen 10 Spielen auch nur nicht bei rauskommt, weil sie einfach kein taktisches Verständnis haben, also keine Ideen nach vorne bringen, gut, dann ist es doch ein Paar im Sommer zu Ende. Also du kannst aus dieser Situation kannst du eine Win-Win-Situation machen. Absolut, genau das meine ich. Das ist genau, so würde ich es nämlich auch sehen. Und man muss ja auch sagen, dass, wenn man das jetzt so macht, ne, also wenn man jetzt sagen würde, ey, pass auf, alleine um halt auch schon den jungen Talenten diese Perspektive zu geben, zu sagen, so, ey, hier können wir spielen, wir können uns hier weiterentwickeln, dann setzen wir einen Kämpf auf die Bank. Von mir aus sogar, weiß ich, jemand, wo man sagt, so, okay, der hat ein gutes Standing gehabt, irgendwie, wenn wir einen besseren haben, der dafür lernt, ja, dann lass ihn doch spielen, wenn wir jetzt eh nicht mehr aufsteigen können.
Aber das kann ja auch laufen. Ich meine, man muss ja auch sagen, wenn Fabi Rehse jetzt wieder wirklich voll da ist, ne, und Marten Winkler dadurch dann auch profitiert, dass er eventuell dann dadurch, dass Rehse im Endeffekt vielleicht dann, wenn der spielt, dann gehen ja auch mehr Verteidiger auf Rehse, weil halt alle denken, der ist so überkrass. Das heißt, die anderen Spieler haben ja dann ja auch wieder mehr Räume. Also auch ein Palko oder auch ein Tabakovic oder auch ein Winkler hat ja dann auch wieder eventuell mehr Platz, was zu machen, dann kann es ja auch plötzlich wieder laufen. Ne? Also selbst wenn wir jetzt gegen Fürth verlieren, Mag es sein. haben wir ja immer noch ein paar Spiele und es kann ja wirklich schnell gehen. Wir haben 10 Punkte Rückstand, aber dann lass uns mal, genauso wie wenn wir jetzt 4 hintereinander verlieren, lass uns mal 4 Spiele hintereinander gewinnen oder 3, dann hört sich das nämlich plötzlich alles wieder ganz anders an. Ne? Also es ist schwierig, wirklich. Es ist schwer, aber ich finde die Es Idee, ist. es so zu machen, die beste eigentlich. Also Es besser ist als nicht noch jetzt, zu früh. um den Trainer Es ist rauszuwerfen. Das sehe ich genauso. Ja, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Es ist natürlich jetzt noch zu früh, den Aufstieg schon abzuschließen. Zu sagen, das war's, wir schaffen es nicht. Ich glaube nicht dran, aber es kann ja immer noch passieren. St. Pauli hat es letztes Jahr auch geschafft, 10 Spiele in Folge zu gewinnen. Die Liga lässt es ja eigentlich zu. Und ja, du hast jetzt die nächsten Spiele, hast du Fürth, du hast Magdeburg, du hast St. Pauli. Aber danach könntest du ja einfach mal sagen, okay, jetzt gewinnen wir mal 10 Dinger hier nacheinander und dann sind wir auch mit dabei. Kann. Aber das heißt nicht, dass ich daran glaube, sondern nur, dass es immer natürlich möglich ist. Aber dann, wenn nicht, dann nicht. Ich würde den Punkt abwarten, wo du selber sagst, okay, das war's jetzt. Jetzt lassen wir die Jungs-Mannschaft spielen und dann können sich alle zeigen. Ja, aber Und gut, die also Jungs-Mannschaft jetzt, muss ja nicht jung sein. ich Kann wollte ja auch gerade ein Leistner sagen, sein, zum Beispiel. Ja. ja, das kann Leistner sein, aber dann, was du gesagt hast, dann lass doch einen Ismael spielen mit dem Clemens. Ich weiß nicht, wie krank er jetzt ist, wann er wieder spielen kann, aber ich meine, wir spielen die Spiele, die wir sonst immer verkacken, da ist es vielleicht ja sogar gut, wenn die Jungen spielen. Und wenn Rehse wieder fit ist, jetzt sagen wir mal gegen Magdeburg, wieder 90 Minuten zu gehen, eventuell. Ja, warum sollen wir das denn nicht gewinnen, irgendwie zu Hause? Es ist ja jetzt ja auch nicht so, dass wir jetzt komplett scheiße sind. Und dann spielen wir, glaube ich, gegen, was war das, gegen Braunschweig spielen wir noch, ne? Dann gegen, genau, gegen Magdeburg, dann in Braunschweig, zu Hause gegen Kiel. Dann halt Pauli ist natürlich schwer, aber alleine da könnte, ist ja nicht so, dass wir jetzt hier die nächsten 4 Spiele verlieren müssen, ne? Aber es muss halt von der Einstellung einfach besser werden. Also Aufstieg würde ich jetzt schon Es ist sehr abschreiben. schwierig. 10 Punkte ist halt weit weg, aber dass du halt plötzlich dann nochmal oben reinschnupperst in die Top 6, 7, glaube ich, das ist jetzt nicht unrealistisch so. Und eventuell dann wieder eine bessere Stimmung in der Mannschaft hast. Ja. Ja. Also Fazit ist, gib den jungen Leuten eine Chance, die Bock haben, und schmeißt die Leute, die dreh sich da auf dem Platz rumrennen, einfach schmeißt sie aus der Startelf raus. Du hast aber, was wir immer als Fußballromantiker gerne vergessen, du hast doch immer noch den finanziellen Aspekt. Wenn du jetzt einen Kämpfer auf die Bank setzt, die restliche Rückrunde, Dann wirst du kriegst du ihn schlechte nicht Karten haben, verkauft. ihn zu verkaufen. Ja Ja. gut, aber da musst du dann halt einfach mal, da musst du trotzdem konsequent sein. Du kannst jetzt nicht einen Kampf spielen lassen, der jedes Spiel 2 Klopse macht. Und So ist dann. das, so ist es ja nicht. Und ja, na Das ist ja doch. jedes Spielzeug gemacht. Doch, ich bitte dich. Ja, alleine jetzt gegen, was war da gegen Hamburg? Dieser Diagonalball zwischen Leistner und dem Torwart, der dann in die Ecke, ins Aus, also ins Tor ausgegangen ist, wo eine Ecke draus resultiert hat, die fast zum Tor geführt hätte. Völlig. Ohne Not, genauso erster Zweikampf, glaube ich, gegen, weiß ich gar nicht, Hamburg. Ich glaube, das war gegen wie Faisal, wie hieß er, der relativ gut war von Hamburg. Der hätte fast zum Tor geführt, wo dann, ich weiß gar nicht, wer es war, rechts frei zum Abschluss gekommen ist. Jatta, glaube ich. Ging auch voll auf Kempfs Kappe. Klar macht er danach eine geile Grätsche in der zweiten Halbzeit. Aber trotzdem, die Dinger darfst du dir nicht erlauben, wenn du 2 Millionen, 2,5 Millionen verdienst eigentlich oder 1,7 jetzt. Und eigentlich der Mann, der Typ ist, der Kopf der Abwehr sein solltest, dann lass doch lieber einen Gechter spielen. Ja, bin ich bei dir. Also ich würde das Fürth und das Magdeburg-Spiel abwarten. Sollte da jetzt nichts mehr sich ins Positive ändern, dass wir jetzt überraschend beide Spiele gewinnen,
dann würde ich anfangen, den Plan so umzusetzen, wie ich es gerade geschildert habe. Aber ich glaube, dass Pal das auch machen würde. Pal ist ja so ein Typ, der dann sagt, okay, dann lasse ich lieber die Jungs spielen. Hat er ja bei, weiß ich, Tjaak Ernst gemacht oder bei, also bei vielen, die er dann reingeworfen hat, wo man gedacht hat, so okay, jetzt bringt er die Jungen. Also das ist ja durchaus eine Chance. Ja. Aber trotzdem muss man halt, um wieder zurück auf den Ausgangspunkt zu kommen, sagen, ja, aber dann, wenn die bleiben und nächste Saison kommen die neuen Spieler, haben wir das Problem ja immer noch, dass Paul scheinbar von der Taktik her, kann er das denen vermitteln, offensiv schön Fußball zu spielen, dass wir auch offensiv, weil so ist es ja in der zweiten Liga, wir müssen die Spiele machen. Also das heißt, gegen richtig viele Mannschaften müssen wir einfach das Spiel machen. Und gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen, müssen wir auch fähig sein, ein Konzept zu haben, wie wir gefährlich nach vorne spielen. Und das klappt ja scheinbar nicht. Ja, deswegen kann ein paar die 10 Spiele nutzen, die er dann da hat. Mit seinen zu zeigen, Spielen, dass er es kann. Ideen, mit seinen Spielern, was er kann, genau. Okay. Und ich wünsche ihm, dass es ich auch. Ach, das ist so ein schönes Schlusswort. Wollen wir es dabei belassen oder gibt es noch ein Thema? Ich finde, es war ein sehr schönes Schlusswort eigentlich. Okay, dann haben wir kein Tippspiel gemacht, aber okay, können wir machen. Wir können das Tippspiel machen. Wir können es machen, aber ich habe Angst davor, ehrlich gesagt. Aber dann machen wir kein, zwei kriegst du ja Glück. Wir machen kein Tippspiel diesmal. Okay, wir machen kein Tippspiel. Dann würde ich sagen, es war ein sehr schöner Talk, ein sehr ernster Talk diesmal, aber diesmal war es ein ernster Talk, ja. Muss ja auch mal sein. Dann, ganz gut. Nächste Woche Dienstag? Ja. Kommst du zu mir oder nicht? Nächste Woche Dienstag komme ich zu dir. Machen wir. Ich würde eine Kombi, können wir gerne mal in Ruhe besprechen, aber eine Kombi anstreben mit Ost-West-Gebälle oder zukünftig Hauptstadtkult Podcast, dass du denn da gleich mit reinkommst und wir nacheinander drehen und die wiederum auch kurz zu uns mit reinkommen. Ja, da müssen wir aber. Da müssen wir früh anfangen und dann müssen wir mal gucken wegen deiner Leitung. Unter Umständen müssen wir den einfach recorden und laden ihn dann hoch, damit wir eine gute Qualität haben. Wie auch immer. Aber das können wir ja machen. Also ich bin am Start. Ich wäre so 4:30 bei dir und dann machen wir mal ein schönes Ding bei dir in deinem Pokalzimmer. Genau. Okay. Geil, ich freue mich. Ich auch. Leute, also es kommt was auf uns zu. Ich wünsche euch allen erstmal einen schönen Abend und ich glaube, als Fazit, ja, wir haben diese Probleme, aber es, so schlimm wird es nicht werden und ich glaube trotzdem, dass wir das Ruder irgendwie rumreißen werden, auf lange Sicht. In diesem Sinne, hauhe. Hauhe. Bis dann, ihr Schnoddels. Ciao, ciao. Ach so, morgen mit Tom, gleicher Kanal, gleiche Zeit. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Mhm.